Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem zeige ich meine schönsten Upcycling-Ideen, denn aus alten Dingen etwas Neues zu machen ist immer wieder schön und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video inspirieren. Deswegen lasst uns auch direkt einmal anfangen. Als erstes habe ich mir eine alte Konservendose genommen und diese mit Acrylfarbe, in dem Fall war das gelbe Farbe, angemalt. Danach habe ich mir einen Holzklotz sowie einen Nagel genommen und insgesamt 7 Löcher in diese Dose eingehämmert. Und zwar einmal von der Seite ein und von der anderen Seite 6 Löcher. Danach kamen ein Knopf in Gelb und etwas schwarze Wolle zusammen, die ich so aufgefädelt habe und anschließend in die einzelnen Löcher da die angeknotet habe. Das habe ich natürlich mit allen 6 gemacht. Danach hatte ich mir einen schwarzen Marker genommen, habe da drauf so typische schwarze Streifen aufgemalt. Ihr könnt wahrscheinlich schon langsam erkennen, was es wird. Und natürlich braucht es auch noch ein Gesicht. Vorher habe ich aber noch durch das einzelne Loch oben etwas Jutegarn gefädelt, damit ich es aufhängen kann. Ganz wichtig, hier den Knoten nicht vergessen, denn sonst kann es ja durchrutschen. Dann kommen noch 2 Kronkorken dazu. Dort habe ich ebenfalls mit einem schwarzen Marker 2 Punkte aufgemalt, habe die dann aufgeklebt. Und auch noch einen kleinen süßen Mund unten unterhalb der Augen aufgezeichnet, ebenfalls mit einem schwarzen Marker. Ihr seht also schon, es wird eine kleine Biene. Ich brauchte jetzt noch aus einer alten Plastikflasche etwas, was ich für die Flügel verwenden kann. Die habe ich mir dann so ausgeschnitten. Und dann habe ich das oberhalb angeklebt. Ich habe es mit Heißkleber gemacht. Das heißt, das Plastik wird etwas auch schmelzen. Seid da also schnell. Ihr könnt es danach nur schwierig wieder abmachen. Aber es sieht dann nicht weniger schön aus. Jetzt fehlen nur noch die Fühler vorne. Die habe ich ebenfalls mit Jutegarn angebracht. Und theoretisch könnt ihr jetzt die so lassen, dieses kleine Bienchen, und das einfach so aufhängen. Oder ihr nehmt euch diese Nisthülsen und könnt die hinten reinstecken und so es als ein kleines Insektenhotel verwenden. Und so habt ihr eben 2 Möglichkeiten, entweder es als Insektenhotel oder einfach so als Deko zu verwenden. Finde ich, ist auch eine schöne Idee, die man mit Kindern basteln kann und ist wirklich aus ganz vielen Resten gemacht und damit ein echt tolles Upcycling-Projekt. Für mein nächstes Projekt habe ich mir so einen Holzstab genommen, so einen Rundholzstab, und habe als erstes ein Loch dort eingebohrt. Außerdem habe ich mir eine Konservendose genommen, in dem Fall war das für Truthahnfleisch. Es geht aber auch theoretisch mit einer Thunfischdose. Auch dort habe ich in den Boden ein Loch gebohrt und anschließend das Ganze angesprüht. Theoretisch könntet ihr es auch so lassen, wenn ihr diesen Metallic-Effekt mögt, aber ich wollte es lieber ansprühen. Und dann wird einfach mit einer Schraube diese Dose auf den Holzstab angeschraubt. Zum Schluss könnt ihr jetzt ein Teelicht dort reinstellen. Ich habe hier so ein LED-Teelicht, ihr könnt aber auch eins mit einer echten Kerze verwenden. Und wie gesagt, je nachdem, welchen Umfang euer Teelicht hat, braucht ihr eben eine größere oder eine kleinere Dosenform. Und so macht ihr euch richtig schöne Fackeln, ist bestimmt auch eine tolle Sommeridee. Für diese Idee habe ich einen großen Zapfen verwendet, sowie ein altes Marmeladenglas, und habe als erstes die einzelnen Zapfen daraus rausgenommen. Ich weiß gar nicht, wie genau man die nennt, wenn man die sozusagen da entfernt vom Zapfen. Könnt ihr mir mal unten reinschreiben, wenn ihr wisst, wie das heißt. Und dann habe ich die nach und nach an meinem Marmeladenglas befestigt. Und zwar habe ich das so in 2 Reihen gemacht, habe mit der oberen Reihe begonnen und dann in so einem Kreis bzw. Kranz einmal drumherum geklebt. Zum Schluss wollte ich das Ganze noch ansprühen, und zwar erstmal in so einem schwarzen Farbton.
Und danach hatte ich mir gedacht, es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn man noch so ein bisschen Textur drin hat. Und deswegen habe ich mir mit einem Schwamm dann noch und ein bisschen Acrylfarbe so ein paar Tupfen da drauf verteilt. So sieht es einfach noch ein bisschen interessanter aus und ist nicht einfach nur schwarz. Achtet darauf, nicht zu viel Farbe zu verwenden, da ihr dann ganz schnell eine neue Farbe habt, sondern ich wollte wirklich nur so ganz, ganz Zartes haben. Zum Schluss wird das noch mit Klarlack angesprüht und fixiert. Und dann habt ihr auch dieses Teelicht schon fertig und könnt ihr natürlich nur noch mit einer kleinen Kerze da drin zum Brennen bringen. Für diese Idee habe ich mir auch eine alte Marmeladenglas genommen. Außerdem habe ich mir ein Stück von so einem Stickerpapier genommen und habe ein Herz dort ausgeschnitten. Danach habe ich das da aufgeklebt und anschließend angesprüht. Dann habe ich den Sticker wieder entfernt, sodass das Guckloch mit dem Herz übrig geblieben ist und alles andere angesprüht war. Und ich habe auch noch mit einem Marker so ein paar kleine Details darauf gemalt. Und so macht ihr euch sehr einfach ein kleines Windlicht. Auch das finde ich sehr schön, wenn man das so in Kombination mit mehreren macht. Für diese Idee habe ich mir eine alte Milchverpackung genommen und habe als erstes ein Rechteck auf die eine Seite gemalt. Das Ganze sollte nämlich dort ausgeschnitten werden. Außerdem musste der Boden einmal an drei Seiten aufgeschnitten werden, sodass er nach unten geklappt wird. Danach habe ich es mit Acrylfarbe erstmal orange angemalt, habe mir ein Transparentpapier genommen und das Ganze dahinter aufgeklebt. Auf der anderen Seite habe ich ebenfalls das genauso ausgeschnitten und dann auch das Transparentpapier da aufgeklebt. Dann wird das erstmal weggelegt und aus Moosgummi habe ich mir so einen kleinen Fuchs gemacht, den ich dann natürlich noch zusammensetzen musste, die einzelnen Teile. Und dann konnte ich das auch auf meinen kleinen Milchcontainer raufkleben. Vorher habe ich aber noch zwei Löcher oben reingebracht und einen Draht durchgefädelt. Oben wurde dann der Draht zusammengebunden. Und dann habe ich erstmal die Fuchsteile aufgeklebt. Und eine kleine Laterne da drin angebracht und das auch am Draht befestigt, sodass eben das nicht dann zu sehr reinrutscht. Und eine zweite Variante ist, mit etwas Tonpapier und Filzpapier erstmal so einen kleinen Pilzhut zu basteln. Dafür habe ich mir einfach das rund ausgeschnitten und das dann zu so einem Trichter gefaltet. Und den Milchkarton habe ich unten mit etwas Filzpapier und so einer Grasform beklebt. Und dann auf dem Gras noch verschiedene kleine Glitzerpartikel und Schmetterlinge und Blumen und sowas angeklebt, damit es so aussieht wie so ein kleiner Märchenwald. Oben kam dann natürlich noch mein Hut vom Pilz drauf. Und auch hier natürlich die Laterne nicht vergessen. Und so habt ihr zwei kleine, richtig süße Laternen selber gemacht. Könnt ihr entweder mal zwischendurch basteln. Ich finde es ja nicht immer nur was zum St. Martins-Umzug und sieht auch wirklich süß aus. Für diese Idee habe ich solche alten Mosaikplatten gehabt, sowie einen alten Blumentopf, den ich noch hatte. Und die mussten dringend weg, deswegen hatte ich mir auch was dazu überlegt. Und zwar habe ich diese Platten auf meinen Blumentopf aufgeklebt, in so einer Reihe, also einmal drumherum. Und insgesamt habe ich da zwei Reihen drumherum aufgeklebt. Ich habe hier Heißkleber verwendet, würde aber wahrscheinlich Montagekleber euch eher empfehlen. Und als es mir dann noch nicht genug war, habe ich noch eine dritte Reihe hinzugefügt.
und es anschließend angesprüht, damit es einen einheitlicheren Look hatte, auch weil die Farben mir nicht so gefallen haben von dem Mosaik. Und diese Muster von den einzelnen Platten kamen so auch noch viel besser zum Einsatz. Und dann konnte ich da schon meine Pflanze reinstellen und das war mein Ergebnis von meinem Mosaikblumentopf. Für diese Idee habe ich wieder ein Marmeladenglas gebraucht. Das habe ich als erstes angesprüht. Danach habe ich Makrameeband mir genommen und habe 8 Stränge a 1 Meter zurechtgeschnitten. Die werden an der einen Seite erstmal zusammengeknotet und dann wird der Knoten so auf den Boden des Marmeladenglases positioniert. Im nächsten Schritt habe ich 5 cm abgemessen und dort wie folgt das zusammengeknotet. Einmal den linken Strang über den rechten, dann von hinten wieder zurückfädeln und das nochmal wiederholen. So erhaltet ihr dann so ein Muster, das macht ihr noch ein drittes Mal und dann gut festziehen. Das natürlich auch an den anderen wiederholen. Und nun müssen wir die benachbarten Stränge miteinander verbinden und zu neuen Pärchen bilden. Und auch hier wieder 5 cm abmessen und dann dreimal diesen Knoten wiederholen. Und dann macht ihr das eben so weiter, bis ihr das drumherum geknotet habt. Jetzt habt ihr so ein kleines Netz und ihr könnt jetzt euer Marmeladenglas dann so dort aufhängen und an der anderen Seite wieder miteinander verknoten. Und so habt ihr ebenfalls ein richtig schönes Makrameeglas. Unten habe ich das dann noch mal ein bisschen aufgefranst und zurechtgeschnitten und damit war das auch schon fertig. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!